Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar bei der nächsten App-Review und zwar mit The Pod Farm. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört. Wer das eine oder andere noch nicht so ganz verstanden hat, Pott rauchen ist ja was für Kiffen gesagt, ne? Wenn ich jetzt mich richtig äußere, ich habe da eigentlich auch keine Ahnung von, ne? Aber so hört man es ja immer wieder. Und das Lustige daran ist, es gibt da jetzt ein Spiel für, beziehungsweise eine App. Und die wollen wir uns jetzt gleich mal anschauen. Hier ist unser großer Onkel, der uns hier irgendwie zeigen will, wie man richtig Cannabis anbaut, denke ich mal. Es wird Cannabis sein, schätze ich hier mal. Müssen natürlich eine geringe Eigeninvestition bringen. Das haben wir gerade gesehen. Wir müssen den Topf erstmal kaufen und die Pflanze natürlich. Irgend so eine Apparatur zur Bewässerung hier sorgt dann dafür, dass unser Pflänzchen wächst und gedeiht. Und trotzdem müssen wir trotzdem noch selber bewässern, oder was ist hier los? Oh, hier ist schon gewachsen. Ja. Und das Spiel fängt dann eigentlich so an, dass man hier einen Zeitungsbericht zu lesen bekommt. Und da geht es dann darum, dass hier ja irgendwie der größte Anbau stattgefunden hat oder so. Und wir spielen das Ganze jetzt sozusagen nach. Jetzt kommt die Sichel, wir ernten jetzt hier die einzelnen Blättchen also ab. So, das war's schon mal. Jetzt geht das Spiel wieder von vorne los. So, wir sind noch free, also es kostet bisher noch nichts, außer Zeit, das ist klar. Der Onkel erzählt uns hier was, das ist nicht ganz im Bild drin, aber das macht erstmal gar nichts. Wir nutzen das aus, solange wir unser Startkapital noch nicht verspielt haben. Ja, geht das Ganze weiter. Ich weiß hier nicht, was das hier bedeuten soll mit diesem Zeichen hier so richtig, ob wir jetzt die Pflanze bisher schon richtig versorgt haben. Da muss ich sie gleich nochmal gießen. Das Ganze dauert jetzt irgendwie 3 Minuten und nun ist es aber doch schon fertig. Also so ganz durchgestiegen bin ich ja noch nicht. Wir sind jetzt auch gleich Level 2. Ne, noch ist es nicht so weit. Immer noch umsonst. Ja gut, warum nicht? Hier müssen wir wieder gießen. Ach so, ich glaube, wir müssen rechtzeitig gießen. Dann ist hier der Smiley in Ordnung. Wenn wir das nämlich nicht tun sollten, denke ich mal, dann wird unsere Pflanze ja verdursten. Genau, und dann wächst die nicht so schön, so wie jetzt hier zu sehen ist. So, also machen wir das im Wechsel, einmal rechts, einmal links. Das war's auch schon. Jetzt klicken wir drauf, holen uns die Ernte wieder ab und sind endlich in Level Nummer 2 angekommen. So, wir bekommen 100 Coins und ich denke mal, damit ist es vorbei mit der Übung. Jetzt geht's wahrscheinlich los, dass wir uns hier einiges kaufen müssen. Die Potfarm muss ja schließlich groß gezüchtet werden. Gucken wir mal nach, was hier so rauskommt. Nichts. Menüeinstellungen. Hat der uns jetzt hier rausgeworfen. Das ist ja eine Frechheit, finde ich. Gucken wir mal, was da los ist. Ob wir nochmal ins Spiel reinkommen. Oder hat sich das jetzt verabschiedet? Da ist es nochmal. Potfarben, Grassroots. Oder Grassroots, wie man es nun auch nennen möge. So sieht das Spiel dann aus, wenn es startet. So, mal gucken. Ach, kann natürlich sein. Kann das Spiel auch andersrum? Kann natürlich nicht, ist natürlich doof hier bei dem Tablet. Dass hier auf der Seite, an der Unterseite natürlich die ganzen Knöpfe sind. So, hier ist das. So sieht man es einigermaßen. Gehen wir da drauf. Zack. Zack, nochmal von vorne. So. Jetzt ist nicht dein Ernst, der hat nicht gespeichert. Ich kriege einen Rappel, ich bin schon wieder am Anfang. Herrlich, wunderbar, kann man nicht meckern. Ja, Freunde, das brauche ich ja nicht nochmal zeigen. Kann ja jeder selber ausprobieren, sich hochleveln systematisch und seine eigene Grasfarm hier hochziehen. Dieses Mal kann man auch keine Komplikationen mit der Polizei kriegen. Das ist schon mal ganz praktisch, weil es ja alles nur virtuell ist. Ja, und darum wünsche ich euch damit viel Spaß und wir sehen uns wie immer natürlich bei der nächsten Apple Review. Bis dahin, ciao.